rechts abbiegen auf Via D EVC SP1. Guten Morgen, ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind schon unterwegs. Ich bin extra mit der Uli hier auf diesen Platz gefahren, dass sie von der Sonne geblendet wird und sich wieder aufregen kann darüber, dass es so hell ist. Ja, wieder so doof mit der Augen klimpern muss, oder müsst ihr durch, ich auch. Ja, also wir sind hier vor San Gimignano und da gibt es eine Besonderheit, und zwar wird das auch das Manhattan der Toskana von Italien, irgendwie so genannt. Und das hat insofern einen Hintergrund, dass hier ursprünglich mal 36 Türme standen. Jeder Turm stand für eine Familie, die meinte, sie müsste höher bauen als die andere. Also höher, schneller, weiter. Turmbau zu Babel, nur nicht mit einem Turm, sondern mit vielen. Und davon sind 14 Türme übergeblieben. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, wie das aussieht. Ja, kommt mit. Ja, kommt mit. Bis gleich. I went out and tried to cut a pine tree down. Fell through the ground like Alice. Oh, what a sound. This must be a nest. I got rocks and sticks against my chest. I'm Alice. Dear Queen of Hearts, I'ma grow you white roses so you can learn to be kind. Oh, so you can learn to be kind. Oh, what a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess. Like Alice. Hand me scissors. So, wir sind jetzt hier auf dem, ich denke mal, Marktplatz so in Richtung angelangt. Und ich muss sagen, also hier fühle ich mich echt wohl. Schöne kleine Seitengassen. Das ist halt so, was man haben möchte, wenn man so ein bisschen was touristisch angehaucht ist. Sagen wir mal so. Ja. Da muss ich sagen, da kann Luca gar nicht dran stinken. Ja, das ist ganz was anderes hier. Hier hat man, ist man wirklich neugierig auf jede neue Ecke, die hier kommt. Und überall dieses schöne Alte, auch super gepflegt hier. Also das ist hier nicht runtergekommen oder so, sondern wirklich rausgeputzt. Man hat echt das Gefühl, man ist hier im Mittelalter, ne? Ja, also ist wirklich toll. Man hört sich jetzt blöd an, aber wenn man das wirklich vergleicht, Luca und das hier, da kann Luca keinen Blumentopf mitgewinnen. Genau. Hört sich jetzt blöd an, aber jeder, ich meine, das muss jeder selber entscheiden. Luca ist auf jeden Fall auch eine Fahrt wert, das muss man auch sagen. Ja, also hässlich war es nicht, aber mir fehlte so dieses gewisse Etwas. Wir sind ursprünglich ja viel in Kroatien unterwegs gewesen, und das, was man da in diesen Ortschaften hat, diese kleinen Ortschaften, wo dann ja wirklich auch alte Gebäude rausgeputzt sind und so, das hat mir gefehlt da. Das ist einfach nur, das ist eine alte Stadt mit vielen Geschäften, also wirklich eine Stadt. Und das hat hier so Kleinstadtcharakter, und das ist viel beschaulicher. Beschaulicher, das ist ein Wort dafür, ne? Ja. Ja, da muss man sagen, die Stadt
oder ne, holt uns ab. Genau. Und zwar nicht vom Parkplatz, aber ist egal. Ja gut, das war jetzt ein bisschen tricky hier, weil mit dem Wohnmobil einen Parkplatz zu finden ist nicht so ganz einfach. Gott sei Dank haben wir einen 5,40 Meter. Sonst hätten wir nämlich ungefähr so 3 Kilometer weiter auf dem Wohnmobil-Parkplatz stehen müssen. Jetzt stehen wir auf einem normalen Parkplatz, wo wir noch in die Bucht reinpassen. Ja, ja. So relativ. Ja. Also grundsätzlich hat sich der Weg echt gelohnt. Wir sind jetzt insgesamt ungefähr 1 Kilometer hochmarschiert. Ja, 750 ja. Meter waren angegeben. Das war aber nicht schlimm. Fühlte sich mehr an. Ich meine, wir sind ja nicht so die Bergwanderer, aber genau. Das war wirklich nicht schlimm. Die Halden waren schlimmer. Und jetzt werde ich euch auch mal ein bisschen was zeigen, wie das hier eigentlich ist, weil ihr seht ja eigentlich nicht viel. Ihr seht uns und einen Turm im Hintergrund. Aber jetzt schwenke ich das mal ab und dann habt ihr mehr davon. Bis gleich. So you can learn. Jetzt mache ich mir auch mal die Mühe, aus meinem Halbwissen ein Vollwissen zu machen. Das waren nämlich ursprünglich nicht, wie ich gesagt habe, 36 Türme, sondern über 70 Türme. So viele Familien waren nämlich hier zugange. Immer, ja, jeder will höher haben als der andere. Und damit wurde dreimal mehr. Quasi der Reichtum gezeigt. Aber davon sind nicht 14, sondern 13 über. Also, bevor ich hier was Falsches erzähle. Und ich sag mal, im Gegensatz zu Luxor steht hier noch alles. Und das Ding ist hier wirklich über 1000 Jahre alt und seit 1990 sogar Weltkulturerbe. Nimm dich mal mit ins Bild, mein Schatz, damit du daran teilhaben kannst, wenn ich was erzähle. Also zum Weltkulturerbe ernannt, weil das noch genauso wie im 14. Jahrhundert hier aussieht. Also Ausflugserhalten. Und der Ausflug hat sich wirklich gelohnt. Also das ist eine tolle Geschichte hier. Und wir sitzen jetzt, wie heißt der Platz? Genau. Ja. Schon wieder vergessen. Hat irgendwas mit dem Brunnen zu tun. Zisterna. Piazza Cisterna. Ja, genau. Richtig. Mann. Ja. Ja, das ist wieder. Wenn Freddy und Uli reisen, ein bisschen was kann man ja davon lernen, aber davon dann die Hälfte vergessen, dann sind wir wieder auf dem Stand. Gut. Nochmal so ein kleiner Nachtrag. Aber wir sitzen jetzt hier gerade an der Zisterne, zumindest im Brunnen. Und obwohl das hier relativ viele Leute sind, ist es trotzdem angenehm, sehr angenehm. Angenehm, die Leute sind gechillt, die laufen hier nicht so hektisch wie irgendwie in anderen Städten, sondern bleiben stehen, gucken und das ist ein ganz anderes Flair hier. Also, oh schön, ihr könnt den ganzen Tag bleiben. Ja. Ja? Ja, 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 ja. Und wenn man Essen und Trinken noch mit einbezieht. Irgendwann. Gut, also weiter dann geht's. Dann haben auch wir Hunger. Genau. Und Durst. Bis gleich. Thank you.
Hier kann man es gut sehen. Altertum trifft auf die Moderne. Hier findet wahrscheinlich eine Veranstaltung statt. Aber ich denke nicht so lange, wie wir hier sind. Das dauert noch ein bisschen. Hier sind übrigens sehr schöne Olivenbäume. Mitten auf so einem schönen mittelalterlichen Hof. Also was habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Hier stehe ich jetzt auf dem höchsten Punkt der Stadt, glaube ich. War ein bisschen mühsam, hier hochzuschleppen, aber ich bin doch oben angekommen. Hier hat man eine super Panorama-Ansicht. Das ist noch ein kleines Türmchen hier, wo ich hochgegangen bin. Jetzt kann man noch in Grenzen, gebe mir meinen Fuß noch. Ja, und hier ist die andere Seite, da geht es etwas weiter runter. Die Uli habe ich übrigens unten gelassen, die hatte keine Lust, die Stufen hoch zu stolpern. So, jetzt sind wir auf dem Platz zurück, wo wir angefangen haben. Allerdings mit einer ganz anderen Erkenntnis. Ja, schönste Stadt der Toskana. Ja, hätten wir da nicht erwartet zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten erst gedacht, der Rappel voll, weil hier unheimlich viel Straßenverkehr war. Aber zu unserer Zeit, wie wir da waren, war es gut. Jetzt würde ich da auch nicht mehr ankommen. Dann ist das nicht mehr schön. Aber alles richtig gemacht. Es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Aber richtig. Ja, und mit diesen Worten. Mit dieser schönen Stadt und diese Eindrücke, die wir euch vermittelt haben, hoffentlich, sagen wir mal, tschüss in die Ferne.